Chekaboom, Biatch! Hallo und herzlich willkommen, ich bin M4Tyrion. Wir haben eine weitere Episode von Warframe Delirium. Heute widmen wir uns den Wächtern, besser bekannt auch als Sentinels im Englischen. Ich erkläre euch, wie ihr sie euch besorgen könnt, welche Mods ihr am Anfang benutzen solltet und wie ihr am besten diese kleinen Drohnen bzw. Wächter hochleveln könnt. Gleich am Anfang erkennen wir, es gibt zwei Arten von den Wächtern. Einmal den Würm und den Shade. Der Würm unterscheidet sich in einfacher Hinsicht, es ist eher so ein offensiver Wächter, sprich, er greift mehr die Gegner an, kann aber auch eine Supporterrolle übernehmen. Shade ist mehr so die defensive Wächter, er ist mehr so für Steel-Gameplay geeignet, also sprich da, wo ihr nur mit dem Schwert kämpft bzw. rumschleichen wollt. Dementsprechend sind auch ihre Waffen ein bisschen anders. Der Würm, der hat ein Lasergewehr, das er benutzen kann mit einem Grundwert von 3 Angriff. Und der Shade, der hat einen Grundwert von 7 als Attacke. Dafür aber hat er eine Brust-Laserpistole. Also sprich, er kann die Pistole als Mehrfachschuss benutzen. Für beide Warframes kann man, wie auch für die Wächter, diverse Angriffs- und Defensiv- aber auch Wächter-Mods benutzen. Also sprich, die ganzen Mods, die ihr bei eurem Gewehr benutzt habt, könnt ihr auch bei den Wächtern benutzen. Aber als Voraussetzung benötigt ihr einen Mod, in dem gesagt wird, dass der Wächter den Feind oder mehrere Feinde in der Umgebung angreift, sobald die entweder in Reichweite sind, beziehungsweise wenn sie den Wirt angreifen, also sprich eure Warframe-Rüstung bzw. Charakter. Beide sind in der Herstellung und auch in der Polarität gleich. Sie haben alle beide 4 Extra-Slots für Angriffspolarität. Dazu ein bisschen mehr. Und folgendes, jetzt zu dem Kauf. Dafür braucht ihr 100.000 Credits. Ja, es klingt viel, ist es auch. Ich würde es euch aber trotzdem empfehlen, so schnell wie möglich die zu holen, weil sonst würde das Level nicht so lange dauern. Um die Blueprint durchführen zu können, braucht ihr 24 Stunden. Und folgende Rohstoffe sind nötig: Legierungsplatte, die findet ihr auf Sentra. Schaltkreise findet ihr auf Jupiter. Und sowohl die Legierungsschaltplatte als die Schaltkreise findet ihr auch unter anderem auf Venus und Charas. Die Nanosporen findet ihr auf Eris Saturn und das Steuermodul nur auf Neptun, genauso wie die Nanosporen. Das ist halt sehr empfehlenswert. Ich habe damals wirklich nur auf Neptun ein bisschen rumgefarmt, weil das Steuermodul verdammt selten ist, noch seltener als die Nanosporen. Und da habe ich innerhalb von 5 Stunden vielleicht einmal das gedroppt gehabt. Das Wichtige ist, ihr müsst nicht nur Gegner töten, sondern auch die ganzen Behälter öffnen und diese einzelnen Behälter auch zerschlagen, je nachdem, ob sie die Möglichkeit geben. Am besten würde ich euch empfehlen, diese eine Mission mit Infested, weil da kommen ziemlich viele Gegner und meistens sind es ja auch nicht viele, so um die, ja, sagen wir 50 bis 60. Ich meine, da gibt es ein bisschen mehr Erfahrungspunkte dazu und ihr bekommt eventuell noch das Steuermodul. Widmen wir uns jetzt mal dem Mode-System und dann dem Leveln von den einzelnen Wächtern. So, hier sind wir auch schon in unserem Arsenal. Unter der Warframe-Rüstung gibt es ein kleines Symbol für die Wächter. Geht ihr hin. Hier könnt ihr halt eure Wächter benutzen. Ich habe momentan nur den Würm benutzt, weil ich eher so auf Angriff Wert gelegt habe. Er kann aber auch natürlich, wie erwähnt, als Supporter-Drohne benutzt werden. Hier sehen wir auch seine Waffe. Lasergewehr, nochmal zur Erinnerung. Der andere Wächter hatte so eine Pistole mit Mehrfachschussfunktion, also sprich mehrere Schüsse hintereinander. So, widmen wir uns erstmal den ganzen Mode-System zu. Hier sehen wir, hier haben wir halt die ganzen 4 Felder mit unserer jeweiligen Polarität. Ich habe diese Polarität erstmal so Angriff getauft. Ist meistens, glaube ich, ziemlich oft vertreten bei Lucky. Ich habe noch nicht zocken. So, folgendermaßen, hier erkennen wir gleich, dass wir 4 Stück davon haben und dementsprechend können wir halt 4 Modis dann sozusagen ab Level 4 benutzen. So, am Anfang würde ich euch empfehlen, falls eure Rüstung noch nicht so viel Schilder hat, falls den Wächter. Der Vorteil dabei ist, falls euer Schild down geht, wird der Wächter ihn nochmal schön nach oben treiben, also sprich nochmal neu generieren. Des Weiteren würde ich euch Erneuerung empfehlen, falls der Wächter einmal krepiert. Regeneriert er sich einmal neu. Je nachdem, wie hoch ihr das stuft, wiederholt sich das Ganze. Des Weiteren haben wir nochmal Aufstands.
Zerschlagung. Auch schon zerschlagen. Ah ja, genau. Dieser Mod feuert so einen Betäubungsstrahl ab, ist bei größeren Gegnermengen eigentlich ziemlich gut und funktioniert auch ziemlich gut. Des Weiteren, damit eure Drohne überhaupt erstmal angreift und nicht als Supporter-Drohne aktiv ist, empfehle ich euch halt den Krieger zu empfehlen, beziehungsweise Rache. Bei dem Krieger ist der eine Vorteil, er greift die Gegner sofort an, wenn er sie sieht. Und bei der Rache ist der Vorteil, der Mod erlaubt der Drohne erst anzugreifen, wenn ich angegriffen werde von den Gegnern. Des Weiteren würde ich euch noch halt Vitalität, da gibt es nochmal 20% Gesundheit, ich glaube sogar noch auf die Drohne bzw. auf euch. Und dann nochmal Wächter, nochmal 10% Rüstung. Dadurch habt ihr halt eure Supporter, sage ich mal, ja, Fähigkeit der Drohne ausgereizt. Bei den anderen Drohnen, also bei dem Schatten bzw. auch Shade genannt, der hat die Möglichkeit auch anzugreifen, braucht ihr auch so einen Kriegermod. Da sind die Priorität auch die gleiche wie bei den Würmern. Und da würde ich euch halt empfehlen, erstmal dann ja, die Supporterrolle für diese Drohnen zu benutzen, weil sie ist darauf ausgelegt, nicht so auf Angriff. Falls ihr mal halt gerne im Geheimen die ganzen Gegner so lautlos ausschalten könnt, ist der zweite Wächter für euch sehr empfehlenswert. Natürlich sollten diese Modes in Kombination mit der Waffe benutzt werden. Also hier, wie ihr schon seht, habe ich da ein bisschen hochleveln können. Dazu später mehr. Hier habe ich mir eine Blueprint-Upgrade geholt. Den könnt ihr auch natürlich mit euren Platinpunkten euch besorgen. Und die ersten Fähigkeiten, die ich empfehlen werde, das wäre dann halt diese Kryo-Munition. Ist eigentlich so für Frost vortreten. Und ihr seht da schon die ganzen Modes, die ihr euch bei eurem Gewehr benutzen könnt, könnt ihr auch bei diesem Lasergewehr benutzen. Ergibt auch Sinn. Am Anfang würde ich euch wirklich empfehlen, Eisschaden. Der Eisschaden hat den Vorteil, dass es der Gegner ziemlich langsam gemacht wird. Bei größeren Gegnermengen ist es sehr empfehlenswert. Am besten, ihr habt das Ding zweimal. Ihr könnt es einmal im Gewehr benutzen und einmal bei diesem Wächter. Der Vorteil ist der, beim Leveln, der Wächter macht nochmal nicht so viel Schaden. Der macht gerade mal, können wir mal gucken, so 3 Schaden, Genauigkeit, Rate. So, ja, momentan macht er bei mir. Na, wie viel macht er denn? Ja, 17 Schaden bei Level, ja, was haben wir denn? Level 15. Ihr könnt aber keine anderen Waffen benutzen. Und dementsprechend würde ich euch halt empfehlen, den Schaden ein bisschen hoch zu pushen. Dementsprechend könnt ihr die Gegner ziemlich leicht schwächen und dann braucht nur der Wächter sie zum Schluss killen. Ihr müsst dann halt bloß immer gucken, wie viel Schaden macht der Wächter. Wie wirkt sich das auf die ganzen ja, Gegner aus, beziehungsweise Mods. Falls ihr diese Mod noch nicht habt, andere Angriffs verstärkende Modes sind empfehlenswert, genauso wie Einkerbung. Ich glaube, bis dahin solltet ihr das haben. Falls nicht, Panzerbrecher, weil ihr werdet, um das Ding hochleveln zu können, die Anfangsmission auf Planet 1 machen können mit Granier und die sind ziemlich gut gepanzert, also das ist auch schon ziemlich gut dafür. Dann für kritischen Schaden würde ich euch empfehlen, beziehungsweise dass die Feuerrate ein bisschen erhöht wird, weil es sind ungefähr so 5 Sekunden Schusspause, die der Wächter so, sag ich mal, abfeuert. Also die einzigen Boats, bei denen ich noch feststellen konnte, die nicht funktionieren, das war hier einmal diese Trommelmagazin. Also da habe ich nicht wirklich gemerkt, dass er da irgendwie ein bisschen mehr, ja, sag ich mal, schießen konnte. Könnte sein, dass es ein Bug ist, kann mich aber auch irren. So, dementsprechend war es ja auch eigentlich zu dem ganzen Mode-System. Ich würde euch noch, ja, einen guten Ort zum Empfehlen habe ich ja schon. Levelt erstmal auf den ersten Planeten, dann stuft ihr euch immer so weiter höher. Momentan bin ich bei Level 15, so Planet 2 eigentlich. Der ist es auch ziemlich schwer. Ich habe mir jetzt deswegen ein etwas schwächeres Gewehr geholt. Da drauf den Eisschaden, Feuerschaden und so weiter dann nochmal draufgepackt. Und das hat einfach den Vorteil, dadurch könnt ihr die Gegner schneller töten, beziehungsweise der Wächter. Ja, und dadurch könnt ihr halt den Wächter hochskillen. Es gibt leider keinen anderen Weg, dem ihr nochmal irgendwie extra Punkte für den Wächter sammeln könnt. Der Wächter muss die Gegner wirklich selber killen. Dementsprechend wird er hochgelevelt und auch seine Waffe. Des Weiteren bekommt ihr noch diese kleinen Erfahrungspunkte durch diese Bonus-XP, also Experience Points. Und dann, wenn ihr nochmal irgendwelche Sonder-100-EXP-Punkte extra einsammeln könnt in den Kisten,
geht es auch noch mal ein bisschen zu einem gewissen Teil an den Wächter. Ansonsten bleibt nichts weiter als Gegen zu schwächen und zu killen. Ich für meinen Teil würde dann später auf Neptun rübersteigen, weil er sind infestet. Infestet greifen, schießen meistens nicht und greifen nur sozusagen als Melee-Attacke an. Da ist es eigentlich gut, immer so ein bisschen im Kreis zu laufen, da erledigt er ja schon die ganzen Gegner. Das ist meine einzige Strategie, die ich momentan herausgefunden habe. Alternativ könnt ihr auch den Wächter natürlich sofort euch kaufen für, glaube ich, 75 Platinpunkte. Ist nicht teuer, ich glaube so 3,99 €. Das war's vom Tutorial. Ich bin M4Tyrael. Das war die erste Episode von Warframe Delirium.